Neuer Stamm von Malware zielt auf industrielle Steuerungssysteme ab und könnte kritische Infrastrukturen stören. Es wird vermutet, dass die Malware russischen Ursprungs sein könnte. In einer gemeinsamen Mitteilung der Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit, der Nationalen Sicherheitsbehörde, des FBI und des Energieministeriums wird davor gewarnt, dass staatlich unterstützte Hacker ein Tool entwickelt haben, mit dem sie industrielle Steuerungssysteme und Geräte zur übergeordneten Steuerung und Datenerfassung übernehmen können. Dem Bericht zufolge haben von der Regierung unterstützte Hacker ein maßgeschneidertes Tool entwickelt, mit dem Bedrohungsakteure die infizierten Geräte aufspüren, in sie eindringen und sie kontrollieren können, sobald sie mit dem betrieblichen Technologienetzwerk verbunden sind. In der Empfehlung heißt es, durch die Kompromittierung und Gewinnung des vollen Systemzugriffs auf das industrielle Steuerungssystem und die Überwachungs- und Datenerfassungsgeräte könnten APT-Akteure ihre Zugriffsprivilegien erhöhen, sich lateral in einer OT-Umgebung bewegen und kritische Geräte oder Funktionen stören oder unterbrechen. Das Gutachten fordert Unternehmen mit kritischer Infrastruktur, insbesondere solche, die im Energiesektor tätig sind, dazu auf, diese Risiken zu minimieren. In einem Blogbeitrag des Cybersecurity-Unternehmens Dragos heißt es, dass Sicherheitsforscher die Malware seit Anfang 2022 beobachten. Die Forscher gehen davon aus, dass die Malware, die sie Pipedream nennen, noch nicht für zerstörerische Zwecke eingesetzt wurde. Der CEO von Dragos, Robert Lee, erklärte in einem Twitter-Post: Dragos geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass diese Malware von einem staatlichen Akteur entwickelt wurde, der die Absicht hat, sie zur Störung/Abschaltung wichtiger Infrastruktur einzusetzen. Die Sicherheitsforscher von Mandiant, die der Malware den Namen InController gegeben haben, sind der Meinung, dass die Malware funktionell mit dem übereinstimmt, was Russland bei früheren Cyberangriffen in der Ukraine in den Jahren 2015 und 2016 eingesetzt hat. In dem Blog-Eintrag heißt es, angesichts der Übereinstimmungen mit früheren russischen Bedrohungsaktivitäten gehen wir davon aus, dass InController die größte Bedrohung für die Ukraine, die NATO-Mitgliedstaaten und andere Staaten darstellt, die aktiv auf die russische Invasion in der Ukraine reagieren. Die Forscher erklärten gegenüber der Washington Post, dass die Malware wahrscheinlich für den Einsatz gegen Flüssiggasanlagen gedacht war. Das verflüssigte Erdgas, LNG, ist entscheidend, um wichtige russische Exporte, das Erdgas, zu ersetzen. Der Vorstoß, die Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern, erfolgt, nachdem Moskaus Truppen in die Ukraine einmarschiert sind und die Vereinigten Staaten, die EU und die NATO-Mitglieder das Land wegen seiner Aggression sanktioniert haben.